Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Skyrim with Mods. Und wir sind weiterhin in der Akademie Winterfeste der Magie mit der Quest Gute Vorsätze, wo wir gerade mit den Vertretern des Tzitschik-Orden gesprochen haben. Und ja, wo wir jetzt eigentlich weitermachen müssen. Ich glaube, indem wir Adano suchen. Schauen wir uns mal kurz die Quests an. So, finde den Auguren. Stimmt, den Auguren müssen wir finden. Mal schauen, wo der ist. Das heißt, der Frage die Mitbrüder. Mal sehen, ob der Quest-Tracker uns trotzdem vielleicht schon zum Richtigen führt, statt dass wir mit allen reden müssen. Lassen wir uns einfach mal überraschen. So, ein Blick auf die Karte hilft weiter. Tatsächlich ist nicht eingetragen, wie es bei der Quest weitergeht. Also müssen wir wirklich uns quer durch die Bude fragen. Gut, machen wir das einfach mal. Ihr müsst mich entschuldigen. Ja. Ich sollte nicht hier sein. Ja, du weißt es eh nicht. Du wirst es auch nicht wissen. Ich bin mir nicht sicher, was geschehen ist, aber ich werde der Sache auf den Grund gehen. Welcher Sache auf den Grund gehen? Was auch immer diese Tzitschiks vorhaben, man kann ihnen nicht vertrauen. Soweit wir wissen, ist er hier, um die Akademie auszuspähen. Sie wollen sicherlich unsere Bemühungen unterminieren. Welche Anstrengungen wollen sie denn untergraben? Das, diese Kugel, das Auge von Magnus oder wie auch immer ihr es nennen wollt, es ist sehr mächtig und sie wollen es zweifelsohne für sich. Ich erwarte eine Meldung von euch, sollten sie sich noch einmal an euch wenden. Habt ihr jemals etwas von den Auguren von Dunlein gehört? Von was? Nein, nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich keine Ahnung habe, wovon ihr redet. Ich schlage vor, ihr kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten und kehrt zurück zu euren Aufgaben. Echt? Das sollten wir vielleicht nicht fragen. Na, ich mach's trotzdem. Man munkelt, dass ihr ein Spion der Talmor seid. Was? Das ist doch absurd. Genau das habe ich von Magiern erwartet, die mit ihrer Zeit nichts Besseres anzufangen wissen. Ich habe ganz deutlich klargestellt, dass ich hier einzig und allein als Berater des Erzmagiers tätig bin. Ich würde vorschlagen, dass ihr dieses Gerücht nicht weiter verbreitet. War doch relativ gelassen hingenommen. Hätte auch sein können, was? Ich bin kein Spion, stirb. So, na dann reden wir mal mit unseren Kollegen. Unser Kollege hier ist wohl nicht da. Aber er hat immer so schöne Sachen hier liegen. Oh, ich darf sie sogar legal nehmen, ist nicht mal klauen. Cool. Alchemie-Sachen sind immer gut. So, ach, das wieder. Ich denke über viele wichtige Dinge nach. Eure Angelegenheiten gehören nicht dazu. Jezargo. Könnt ihr womöglich Jezargo helfen? Was? Ups. Ja gut, fragen wir jetzt mal. Wobei habt ihr Hilfe gebraucht? Jezargo hat gesehen, dass Tolvdir euch mag. Ihr habt sicherlich große Magiefertigkeiten. Stimmt's? Jezargo ist sehr fleißig, schafft es jedoch nicht alleine. Könnt ihr ihm helfen? Wie kann ich euch denn konkret helfen? Jezargo hat sich sehr bemüht, neue Zauber zu lernen und neue Dinge auszuprobieren. Jezargo wird ein ganz besonderer Magier sein. Aber Jezargo ist so fleißig, dass er keine Zeit hat, diese neuen Zauber auszuprobieren. Wenn ihr mir mit dem Testen helft, wird das Lernen einfacher. Jezargo gibt euch die Schriftrollen und ihr benutzt sie und berichtet von den Ergebnissen. Hört sich doch gut an, oder? Sagt Jezargo einfach Bescheid, wenn ihr fertig seid. Ja, warum machst du das nicht selber? Jezargo sieht, was ihr vorhabt. Nun gut. Okay, dann machen wir das nochmal, damit wir die Aufgabe kriegen. Aber Jezargo ist so fleißig. Jezargo.
Ja. Sagt Cesargo. Na komm, gib mir die Schriftrollen. Ah, da könnt ihr nicht widerstehen, stimmt's? Mal sehen. Das da, glaube ich. Cesargo hat das als hervorragenden Flammenmantel der besonderen Art entworfen. Der ist besonders bei Untoten stark. Fackelt sie im Handumdrehen ab. Cesargo gibt euch viele dieser Schriftrollen. Probiert sie aus und kommt wieder, wenn ihr sagen könnt, ob sie funktionieren. So, habt ihr jemals etwas von Augurant von Dunlein gehört? Vom was? Von was? Nein, keine Ahnung. Wenn das etwas Wichtiges ist, weiß Tolf dir bestimmt Bescheid. Er scheint viel zu wissen. Na gut, dann gehen wir direkt zu Tolf dir. Machen noch die Quest allerdings aktiv. Gut, seine Schriftrollen wirken. So, wir müssen dran denken, wenn wir dann ein paar Untote mal finden, dass wir die versuchen, mit seinen Schriftrollen ein bisschen zu bearbeiten. Sollte nicht so problematisch sein. Untote gibt es ja hier reichlich. Ist er jetzt noch hier eigentlich? Mal gucken. Nicht. Okay. Ja, wer weiß, wo der Kollege hingelaufen ist. Ja, doch ein paar Plätze hier. Ups. Ich denke über viele wichtige Dinge nach. Eure Angelegenheiten gehören nicht dazu. Wenn ihr einen Moment Zeit habt, könntet ihr mir mal helfen? Ja, klar. Habt ihr jemals etwas von Augurant von Dunlein gehört? Das klingt unheilvoll. Bringt ihr euch noch mehr in Schwierigkeiten? Jo. Habt ihr Mirabelle gefragt? Sie hat hier schließlich alles im Blick. Wobei braucht ihr Hilfe? Wir versuchen doch alle, bessere Magier zu werden, stimmt's? Nun, ich brauche jemanden, mit dem ich einige Zauber üben kann. Eigentlich nichts Gefährliches. Wärt ihr bereit, mir zu helfen? Ja, wenn das Wort eigentlich nicht wäre, ne? Ach komm, ohne dass wir gier sind, ich helfe euch. Oh gut, ich hatte schon Angst, ich müsste Cesargo fragen. Bleibt einfach dort stehen. Bitte haltet still und versucht euch nicht zu bewegen. Mhm. So, und jetzt? Du liebe Zeit, das hätte nicht passieren sollen. Geht es euch gut? Ihr seht ziemlich, grün aus. Ja, so fühle ich mich auch. Es tut mir schrecklich leid. Ich bin alles wieder und wieder durchgegangen und war mir sicher, dass es laufen würde. Was habt ihr getan? Ich weiß nicht genau. Ich glaube, ich habe mich nur irgendwo ein wenig verrechnet. Ich bin sicher, es wird bald abklingen. Dann ist alles in bester Ordnung und wir können es noch einmal versuchen. Inzwischen versuche ich herauszubekommen, was schiefgelaufen ist. Klingt toll. Ja gut, dann warten wir, bis der Zauber abgeklungen ist. Bis zum nächsten Mal. Oh. Ist das eine sonstige Quest? Ihr seht, wir haben ein paar Quests hier. Ja, da. Aber es ist zu grün. Noch nicht allzu viel. Ich denke über viele wichtige Dinge nach. Eure Angelegenheiten gehören nicht dazu. Wow. Onmund? Ich brauche eure Hilfe in einer Angelegenheit. Einer Privatangelegenheit. Ihr habt alle auf einmal viele Aufgaben für mich. Okay. Was stimmt denn nicht? Ja, aber darüber muss Stillschweigen bewahrt werden. Ich habe vielleicht eine Vereinbarung mit Entier getroffen. Er hatte etwas, das ich brauchte, also habe ich ihm dafür etwas von mir gegeben. Das war ein Fehler und nun will ich zurückhaben, was ich ihm gegeben habe. Ah, klauen. Es ist ein Amulett, das meiner Familie gehörte. Und ich hätte es Entier niemals geben dürfen. Aber er will nicht mit mir reden. Redet ihr mit ihm und findet heraus, wie ich mein Amulett zurückbekommen kann. Okay. Und habt ihr jemals etwas von den Augurant von Dunlein gehört? Davon habe ich noch nie etwas gehört. Habt ihr Tolf dir gefragt? Nein. Er ist schon lange hier und weiß offenbar fast alles. Ich habe noch nie gefunden.
Was wolltet ihr von Entia haben? Das spielt keine Rolle. Und es geht euch auch nichts an. Redet einfach mit ihm. Versucht ihn zu überreden, mir mein Amulett zurückzugeben. Warum ist dieses Amulett so wichtig für euch? Ich habe euch doch gesagt, es gehörte meiner Familie. Stimmt. Ich weiß, dass sie meine Ziele immer missbilligt haben. Dass ich Magie studieren wollte, anstatt ein Bauer oder ein Jäger zu werden. Aber wie schlecht sie mich auch behandelt haben, sie sind doch immer noch meine Familie. Das ist mir leider zu spät eingefallen. Na gut. Also gut? Das ist dann wieder eine größere Quest, okay. Nee, die geht nicht, aber die geht. Wow. Bitte behelligt mich, wenn es Probleme gibt. Lasst es mich wissen. Es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass alles seinen Gang geht. Und was weißt du über den Tzatziki-Orden? Nicht mehr als andere, nehme ich an. Das täuft dir. Es handelt sich dabei um einen sehr alten Orden. Er entstand eine ganze Weile vor der kaiserlichen Magiergilde. Tatsächlich wurde die Magiergilde als Gegenstück zum Tzatziki-Orden gegründet, der die Auffassung vertrat, dass nur einige wenige Auserwählte die Magie beherrschen sollten. Doch seit über 100 Jahren hat niemand mehr etwas von ihm gesehen oder gehört. Gut. Und was weißt du von Auguren von Dunlein? Das braucht euch nicht zu bekümmern. Doch. Könnt ihr mir bitte helfen? Wie ihr wünscht. Wir sprechen nicht viel darüber, weil dies zu Missverständnissen unter den Leuten hier führen könnte. Der Augur ist unten in der Müllgrube unterhalb der Akademie. Ich würde euch raten, nur dorthin zu gehen, wenn es wirklich unbedingt erforderlich ist. Ist es. Okay. Anja. Ich arbeite an einem sehr wichtigen Forschungsprojekt. Ja, ja. Das kann ich. Kann ich irgendwo helfen? Amtliche Angelegenheiten? Nein, nicht wirklich. Aber mir ist aufgefallen, dass ihr euch ziemlich gut macht. Mit euch geht es steil bergauf. Es mag ja nicht amtlich sein, aber es gibt da ein Projekt, an dem ich arbeite. Ich frage mich, ob ihr mir vielleicht damit helfen könntet. Klar. Könnt ihr mir mehr über euer Projekt sagen? Nein, ich glaube nicht. Nicht jetzt. Es ist nur, ich weiß nicht, ob wirklich etwas daraus wird. Es ist bis jetzt alles sehr theoretisch, ihr versteht? Ja, leider. Die Folgen sind aber äußerst faszinierend, glaube ich. Ich brauche einfach einige Ergebnisse aus meinen Experimenten, um meinen Verdacht zu bestätigen. Bringt mir einfach ein paar Dwemer-Zahnräder. Ich muss sie auf ihre Herstellungsmethoden untersuchen. Okay, die habe ich nicht. Davon sollten reichen, um mir einen tieferen Einblick in ihre Herstellung zu geben. Mehr brauche ich nicht. Verstanden? Gut. Aber reden wir trotzdem noch mal eine Runde miteinander. Die genaue Natur meiner Forschung ist leidlich. Ich glaube, niemand ist sich hier... Wobei, ich brauche meine Hilfe, hat er auch gerade gesagt. Bitte, das hier sollte unter uns bleiben. Aha. So, jetzt wird's mit den Quests, und das schon viel. 10 Fässer. Wieso steht da 10 Fässer? Zwei Räder haben doch keine Fässer. Wir müssen mal drauf schauen. Das ist stehen. Das wollen wir jetzt nicht machen, während er dabei ist. Und das gilt auch als stehen. Gut. So, Teufeltier war gerade hier. Brauchen tun wir ihn aber wahrscheinlich nicht mehr. Wir wissen jetzt ja, dass er unten in der Müllgrube ist. Was auch ziemlich logisch erscheint. Ich glaube, an der Akademie ist es Zeit für einen Führungswechsel. Wenn ihr an einem Experiment arbeitet, räumt bitte hinter euch auf. So locker die Einstellung der Akademie auch ist, so gibt es doch einige Dinge, die nicht erlaubt sind. Ja, ihr habt wohl etwas, das Onmut gehört. Er möchte es zurückhaben. Ach, wirklich? Das ist ja putzig. Onmut hat zu viel Angst davor, selbst zu mir zu kommen und hat euch vorgeschickt. Ich will es euch ganz einfach machen. Bei mir gibt es keine Umtauschmöglichkeit. Das hat Onmund von Anfang an gewusst und er hat es trotzdem durchgezogen. Also gibt es nichts weiter zu sagen. Ganz ehrlich, wir überreden den. Ist im Interesse aller, wenn ihr das Amulett zurückgebt. Ach, schon gut, aber behaltet es für euch. Ich will nicht, dass überall herum erzählt wird, dass ich meine Geschäfte rückgängig mache. Verstanden? Seht ihr, ganz friedlich. So, wir reden trotzdem mit Teufeltier. Die Akademie wird für euch da sein, was auch geschieht.
Genau. Wir kümmern uns immer um unsere Leute. Und könnt ihr mir mehr über den Auguren von Dunlein erzählen? Nun, es würde ihm wohl nichts ausmachen. Das war natürlich alles vor meiner Zeit, wisst ihr. Ich habe die Geschichten gehört, genau wie alle anderen. Er war ein brillanter Schüler, ein versierter Zauberer, hat sich auf eine Weise in Magie vertieft, wie ich es noch nie bei jemandem gesehen hatte. Aber ich glaube, er hat sich zu sehr darauf konzentriert, wie viel Macht er erlangen könnte. Das führte schließlich zu dem Unfall. Okay. Lebt wohl. So, bei der Gelegenheit könnten wir ja schon mal Unmut sein Amulett zurückgeben, wo auch immer er steht. Das ist Jizago. Ankano. Wo ist Unmut? Eure Angelegenheiten gehören nicht dazu. Ich brauche immer noch Hilfe, wenn ihr die Zeit erübrigen könnt. Seit vielen Jahren schon hat niemand mehr vom Sijik-Orden gehört. Kaum zu glauben, dass jetzt plötzlich einer von ihnen hier auftaucht. Ich hab dein Amulett. Ich hätte nie gedacht, dass er es wirklich zurückgeben würde. Ich danke euch. Es ist gut zu wissen, dass ich auf euch zählen kann. Nee, Hilfe will ich nicht von dir. Ich gehe dann mal wieder. Steht alle sehr auffällig rum. So, die Müllgrube erreicht man, wenn man nach unten geht irgendwo. Jetzt ist nur die Frage, wo war der Weg in die Müllgrube? Die Karte wird es wissen. Zehn Fässer zur Anja bringen. Ich glaube, dass er nur 10 Fässer hat. So. Cesargo kann es kaum abwarten, zu erfahren, wie die Schritte. Cesargo kann. Ja, Cesargo. So, finde den Auguren von Dunlein. Der Zauber, dass wir alles grün sehen, ist sehr persistent, finde ich. Ich bin irgendwie vorbeigelaufen, oder? Ja, hier? Nicht der Haupteingang, ne? Ach, wartet mal, das war, glaube ich, so eine Fallgrube im Boden. Ja, genau, hier. Gut, schleichen wir uns mal rein. Ich war ja auch schon mal gewesen. Und daher mal schauen, ob alles wieder gespawnt ist oder ob es neue Gegner gibt. Sagt denn nicht die Karte, wo der Kollege ist? Aha. Weiß nicht, wo der Bereich ist, aber wir gucken mal. Wenn ich die Karte jetzt nicht ganz falsch verstanden habe, ups. Ja, sieht jetzt prinzipiell nicht verkehrt aus. Ja, wirklich? Okay, ja. Der Zauber von der guten Läufe wirkt aber lang, ne? Finde das Schwert des Roten Adlers, okay, aber suche den Auguren. Oben geradeaus und dann irgendwann links. Wir schleichen trotzdem. Wie gesagt, keine Ahnung, ob hier was nachgespawnt ist. Wo damals waren es auch nicht so viel hier. Ist mir richtig? Na. Ja, wenn die nicht. Eure Beharrlichkeit wird euch nur zu eurer Enttäuschung führen. Ihr beharrt noch immer darauf. Nun denn, tretet ein. Na gut. Hi. Ihr seid also der Augur von Dunlein. Ich bin der, den ihr gesucht habt. Eure Anstrengungen sind vergebens. Es hat bereits begonnen. Aber jene, die euch schickten,
haben euch nicht gesagt, wonach sie suchen. Wonach ihr sucht. Und was suche ich? Ihr sucht, wonach all jene suchen, die über die Magie gebieten. Wissen. Ihr werdet Folgendes herausfinden. Wissen macht korrupt. Es zerstört. Es verschlingt. Ihr sucht Sinn. Den Schutz im Wissen. Ihr werdet ihn nicht finden. Der Talmor suchte dasselbe. Und es wird sein Ende bedeuten, wie es bei so vielen der Fall war. Tja, wir hatten ja schon eine Vermutung gehabt, dass er es ist. Der Gute fragt nach, aber wir wissen ja schon, wer es ist. Der auf den Namen Ancano hört. Genau. Er sucht Informationen über das Auge, doch er wird etwas ganz anderes finden. Eure Wege werden sich kreuzen. Doch zunächst müsst ihr finden, was ihr benötigt. Und was brauche ich? Ihr und diejenigen, die euch helfen, wollt mehr über das Auge von Magnus erfahren. Ihr wollt ein Unheil abwenden, dessen ihr euch noch nicht bewusst seid. Um durch das Auge von Magnus zu blicken und nicht zu erblinden, benötigt ihr seinen Stab. Die Ereignisse bewegen sich auf ihren unaufhaltsamen Mittelpunkt zu. Ihr dürft keine Zeit verlieren. Geht mit diesem Wissen zu eurem Erzmagier. Okay, danke schön, mystische Gestalt. Auch wenn ich nicht glaube, dass jedes Wissen zwingend zu Korruption führt, schlimm wäre es. In der Theorie würde das ja bedeuten, wir wären besser drin und wären ja nur Urmenschen. Wir müssen jetzt eigentlich irgendwie wieder hoch, ne? Das hat mir jetzt nicht wirklich geholfen. Musste ich gucken, ob hier wieder was kommt. Ja. Das ist wohl ein Schrein, wo man Delta beschwören konnte. Aber da fehlt wahrscheinlich noch was. So, jetzt bin ich sehr verwirrt. Ah. Runter, aber wir wollen noch hoch. Hä? Bin ich jetzt einmal im Kreis gerannt? Okay. Es muss irgendwo hochgehen. Da. Ups. War schon schlimm, wenn man blind ist, ne? Wollen wir hin? Ist jetzt zwar nicht der erste Weg, aber egal. Da kommen wir auch rein, raus, wo wir wollen. Besser als durch das Verlies zu irren. So, ist sie zufällig gerade hier? Dass wir nochmal den Zauber aktivieren können? Nee. Weil der kann ja passiv abklingen, während wir hier warten. So, das eine muss zum Erstmagier führen, genau. Und hier, genau. Nur wenige Orte, an denen man meiner Art von Arbeit unfurchtbar verfolgt. Seit vielen Jahren schon hat niemand mehr von Schleicht er hier einfach rum. Seit vielen Jahren schon hat niemand mehr vom Sijik-Orden gehört. So. Ich brauche immer noch Hilfe, wenn ihr die Zeit erübrigen könnt. Ja, euer Zauber ist endlich abgeklungen. Hat lang genug gedauert. Genau wie ich es gesagt habe. Also, seid ihr bereit, es noch einmal zu versuchen? Ich bin zuversichtlich, dass es dieses Mal funktionieren wird. Tja, ich sage ja, aber denke irgendwo, scheiße. Es wird sich lohnen. Gut, jetzt nur nicht bewegen. Oh meine Güte, das ist nicht richtig. Bin ich das? Wartet nur, wartet. Das kriege ich wieder hin.
nein, das war ganz falsch. Mhm. Lasst es mich noch einmal versuchen. Wird immer besser. Das läuft wirklich nicht so, wie ich gehofft hatte. Dieses Mal bekomme ich es hin, das schwöre ich. Mhm. So, schon wieder besser. Ja. Nun, am Ende ist ja alles gut ausgegangen, nicht wahr? Lass uns nie wieder ein Wort darüber verlieren. Einverstanden. Und danke für eure Hilfe. Ihr seid ein guter Freund. Ja, aber auch ziemlich doof. Bis zum nächsten Mal. Jetzt zurück zum Erzmagier. Oder erstmal überhaupt hin zum Erzmagier. Der war ja bisher noch gar nicht in den Konflikt so direkt mit drin. Wobei ich mal stark vermute, dass Ankano da nicht happy drüber sein wird. Huch, das wollte ich nicht. Das wollte ich. So, der Erzmagier. Steht er da rum? Ja, da steht er. Hey, Erzmagier. Was ihr hier lernt, lernt ihr fürs Leben. Vielleicht sogar für mehrere, wenn ihr Talent habt. Was wollte der Tzijik? Hat er nicht gesagt. Er hat nur nach euch gefragt. Wirklich sehr seltsam. Habt ihr jemals etwas von den Auguren von Dunlein gehört? Hat Tolf dir wieder Märchen erzählt? Ich dachte, ich hätte mich klar genug ausgedrückt, dass das kein gutes Gesprächsthema ist. Bitte lasst nicht zu, dass er weiter über dieses Thema diskutiert. So, ich habe wichtige Informationen für euch. Ja, und die wären? Wir müssen den Stab des Magnus finden. Bitte was? Nun, ich hätte liebend gern solch einen mächtigen Stab, aber ich bin mir nicht sicher, ob jemand von uns ihn wirklich braucht. Er hat mit der Kugel zu tun, die wir gefunden haben. Und woher wisst ihr das? Ich habe mit den Auguren von Dunlein gesprochen. Wirklich? Und er hat ausdrücklich den Stab des Magnus erwähnt? Ja. Ich bin von eurer Initiative beeindruckt. Natürlich muss das jemand untersuchen. Was soll ich als nächstes tun? Eine sehr beeindruckende Einstellung. Weiter so. Dann wird alles gut für euch laufen. Etwas so Besonderes und Uraltes wie den Stab des Magnus. Ich bin mir nicht sicher, ob wir so etwas jemals finden werden. Ich erinnere mich daran, dass Mirabelle kürzlich den Stab erwähnt hat. Vielleicht kann sie euch etwas erzählen. Ich bin recht zufrieden mit eurem Fortschritt, wisst ihr? Danke. Ihr habt auf jeden Fall bewiesen, dass ihr mehr seid als ein bloßer Lehrling. Gut gemacht. Dieser Silberreif war einmal von unschätzbarem Wert für mich. Ich hoffe, dass er jetzt euch nutzen kann. Magier, die Idee. Der wird nicht so toll sein, aber wir gucken mal. Ich hoffe, Mirabelle kann helfen, den Stab zu finden. Haben wir uns da schon die beste Ausrüstung gemacht, die wir kriegen können? 16%. Das können wir toppen. So, Magier, die Idee. Oh, Magier bei 77 Punkten ist nicht schlecht, aber mit unseren Verpflichtungen nur noch wenig. So, wir müssen auf die Quest noch aktiv setzen, denn jetzt startet damit Enthüllung des Ungesehenen. Und wir müssen zunächst mit Mirabelle sprechen. Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet. Wird heute eine Reinlauferei. Heidi Mirabelle, du kommst dem Wort wirklich entgegen. Bitte behelligt den Erzmagier nur, wenn es wirklich unbedingt nötig ist. Ja, und was wisst ihr über den Stab des Magnus? Nun, das ist eine merkwürdige Frage. Warum in aller Welt wollt ihr das wissen? Erzmagier Aachen hat gesagt, dass ihr es kürzlich erwähnt hättet. Ich verstehe. Nun ja, das habe ich wohl erwähnt. Aber ich weiß nicht genau, was ich euch seiner Meinung nach nun sagen soll. Ich habe ihn erst vor einigen Monaten darauf hingewiesen, als die Synode hier auftauchte und danach suchte. Offenbar dachten sie, wir hätten es hier irgendwo in einem Schrank. Was ist die Synode? Magier, die ihren Hauptsitz in Cyrodiil haben. Sie halten sich seit ein paar hundert Jahren für die kaiserliche Autorität in Sachen Magie. Meines Wissens wollen sie mit ihren Aktionen in Wirklichkeit nur die Gunst des Kaisers gewinnen. Viel Politik, wenig Magie. Ich war ganz überrascht, sie vor unserer Tür vorzufinden. Sie schienen durchaus liebenswürdig, doch die Richtung, in die ihre Fragen gingen, war mir nicht ganz geheuer. Es zeigte sich, dass sie versuchen, machtvolle Artefakte an sich zu bringen, um ihre Macht zu festigen. Also weiß niemand, wo der Stab sich gerade befindet? Das weiß niemand hier.
Die Synode schien überzeugt, dass er irgendwo im Himmelsrand sein müsse. Sie erkundigten sich nach den Ruinen von Sulft, aber mehr weiß ich nicht mehr. Es klang, als seien sie dorthin unterwegs, auch wenn sie aus dem Grund dafür ein großes Geheimnis daraus machten. Wenn ihr unbedingt nach dem Stab suchen wollt, findet ihr sie möglicherweise noch im Sulft. Erwartet nur nicht, dass sich ihre Mitglieder als kooperativ erweisen. Find Jurin von Sulft. Das kann kein Schmerz sprechen, aber gut. Was könnt ihr mir sonst noch über den Stab des Magnus sagen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Angeblich hat Magnus selbst ihn angefertigt und benutzt, wenn ihr an solche Geschichten glaubt. Ich glaube, ich habe einmal gehört, dass nur er seine Macht adäquat aufnehmen konnte. Die üblichen Ausschmückungen, die Zauberer früher gern verbreitet haben. Gut. An der Stelle würde ich sagen, machen wir für heute einen Cut. Und nächstes Mal machen wir uns dann auf die Suche nach diesen Ruinen. Wenn wir sie nicht auf Anhieb finden, machen wir zwischendurch ein paar kleine Sachen. Und wenn wir irgendwas auf dem Weg haben, dahin machen wir das auch. Aber ansonsten würde ich sagen, hoffe ich, dass ihr wieder einmal ein bisschen Spaß hattet, auch wenn es heute eigentlich rein Quest war. Man könnte ja fast eigentlich ein Schauvideo draus machen, indem man die Dialoge aneinander schneidet. Aber trotz allem, das muss ja auch mal sein, immerhin ein Rollenspiel. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal und mögen die Gaming-Götter mit euch sein. Tschüss!